Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 4. Oktober 2022. Seit diesem Montag laufen im Schwarzheide-Ost Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Deshalb kommt es in den nächsten Wochen zu Lärmbelästigungen. Neben der Erneuerung einer Bahnüberführung werden Gleise umgebaut, neu verlegt und verschweißt. Damit der Zugverkehr so gering wie möglich beeinträchtigt wird, erfolgen die Arbeiten durchgehend inklusive der Wochenenden. Wie die Bahn mitteilt, werde vom 17. bis 23. Oktober zusätzlich auch in den Nächten gearbeitet. Veränderungen seien im Bauablauf nicht gänzlich auszuschließen. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Nauendorfer Straße und am Bahnhof. Geplant sind die Bauarbeiten bis zum 28. Oktober. Einen Premierenmarathon hat die neue Bühne Senftenberg am Freitag gefeiert. Der Auftakt zum Festspiel Neue Heimat an der neuen Bühne Senftenberg war laut Einschätzung der Theatermacher ein voller Erfolg. Rund 200 Gäste zählten die Veranstalter zum Auftakt des Festspiels am vergangenen Freitag. Sie waren zu 3 verschiedenen Theatertouren in Brieske und zu einer gemeinsamen Premiere auf der Hauptbühne eingeladen. Seenluft 24 begleitete die Premiere mit einer Sonderausgabe des Live-Talks Wandelbar. Am Samstag war das Festspiel komplett ausverkauft. Das sei ein toller Dank für die große Anstrengung, die das gesamte Theaterteam in die Vorbereitung des Festes gesteckt habe, so die neue Bühne. Das Festspiel geht noch bis zum 9. Oktober. Einzelne Restkarten gibt es an der Theaterkasse. In wenigen Wochen endet die Abgabefrist zur neuen deutschlandweiten Grundsteuererklärung. Aufgrund des Feiertags am 31. Oktober gilt in Brandenburg der 1. November als letztmöglicher Termin. Sogenannte Grundsteuerwerterklärungen abgeben müssen alle Eigentümer oder Erbbauberechtigte von Grundstücken. Obwohl zuletzt mehr als 30.000 Erklärungen wöchentlich eingegangen sind, sei ein Großteil der Betroffenen der Abgabepflicht nicht nachgekommen, so Finanzstaatssekretär Frank Stolper. Für offene Fragen oder bei Problemen bieten alle Brandenburger Finanzämter im Oktober tägliche Sprechzeiten an. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch unter grundsteuer.brandenburg.de. Einen geschichtsträchtigen Abend gab es am vergangenen Wochenende im Schwarzheider Narrenhof. Dort verabschiedete sich eine Legende von der Bühne. Nach 53 Jahren ist Schluss. Die Schwarzheider Band Synthetics hat im Narrenhof ihr Abschiedskonzert gegeben. Zum letzten Mal standen die Musiker am vergangenen Sonnabend auf der Bühne. Gegründet hatten sich die Synthetics im Sommer 1963. Nach eigenen Angaben begann die Bandgeschichte im GST-Lager der Berufsschule des früheren VEB-Synthesewerks Schwarzheide, der heutigen BASF Schwarzheide. Ihr erstes offizielles Konzert hatte die Band auf der Freilichtbühne des Wandelhof am 7. Oktober 1969. Musikalisch boten die Musiker einen Mix aus 50 Jahren Rockmusik, Ostrock, internationale Titel und eigene Stücke. Die Zahl der Arbeitslosen im Geschäftsstellenbezirk Senftenberg ist im September annähernd stabil geblieben. Es gab im Vergleich zum Vormonat 33 Arbeitslose weniger. Betroffen waren genau 2849 Personen. Die Quote betrug 7,6%. Im Jahresvergleich sind das 0,5% mehr. Die Arbeitsagentur meldet aktuell rund 1000 offene Stellen. Gesucht werden in Südbrandenburg unter anderem Verkäuferinnen und Verkäufer, Bürofachkräfte sowie Helferinnen und Helfer für Reinigung, Gastronomie und Lagerwirtschaft. Und das sind weitere Meldungen in unseren Kurznachrichten. Die Rostocker Straße in Senftenberg wird wegen Asphaltarbeiten für Kraftfahrer gesperrt, konkret vom 10. bis 14. Oktober zwischen der Antonien- und der Hanseatenstraße. Die Zufahrt zur Heunstraße, zum Zeisigweg und zum Pennymarkt ist über die Wolschinka und die Antonienstraße möglich. Fußgänger und Radfahrer können die Rostocker Straße weiterhin nutzen. In Lauchhammer gibt es an diesem Dienstag die nächste Stadtteilkonferenz im Mehrgenerationshaus. Los geht es um 17 Uhr. Themen sind unter anderem die Außenanlagen des Vereinshauses Domizil, die Jugend im Zentrum und die Belebung und Gestaltung des Stadtgartens.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es an diesem Montag in Ruhland. Kurz nach 22 Uhr brannten Europaletten mit Dämmwolle. Das Feuer griff auch auf eine Überdachung sowie ein Nebengebäude über. Die vorläufige Schadensbilanz liegt bei rund 20.000 Euro. Am Dienstagvormittag begann die Kriminalpolizei, die Ermittlungen aufzunehmen. Seit vergangenen Samstag gilt deutschlandweit ein neuer gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro je Stunde. Mit der Anhebung traten auch Änderungen für geringfügige Beschäftigte in Kraft. So orientiere sich die Geringfügigkeitsgrenze, auch bekannt als Minijobs, jetzt dynamisch am gesetzlichen Mindestlohn. Sie liegt aktuell bei monatlich 520 Euro. Für Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist der gesetzliche Mindestlohn eine Erfolgsgeschichte. Seit der Einführung 2015 sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Land stetig gestiegen und die der Arbeitslosen gleichzeitig dynamisch gesunken, heißt es in einer Pressemitteilung. Und das waren die Nachrichten und nun folgt der Polizeibericht. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Montagnacht vor dem Wandelhof in Schwarzheide. Dort waren zwei Männer aneinander geraten. Einer der Beteiligten schlug einem Mitarbeiter des Sicherheitspersonals mehrfach ins Gesicht, bis er zu Boden ging. Der Geschädigte wurde mit Hämatom zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Einen handfesten Streit gab es Freitagabend in der Senftenberger Schulstraße. Dort wurden zwei Mädchen von zwei Männern angesprochen und gefragt, ob sie Drogen haben möchten. Dabei sollte es sich um einen Scherz handeln. Ein weiterer Mann bemerkte den Vorgang und sprach die Beschuldigten an. Der zunächst verbale Streit zwischen zwei Beteiligten eskalierte jedoch. Ein Mann kam zu Fall und wurde am Boden mit Füßen getreten und verletzt. Das war der Tag und nun folgt noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Mittwoch ist es nachmittags teils bewölkt und teils heiter und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 19 Grad. Abends ist es wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 14 Grad. Am Donnerstag bleibt morgens die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 14 Grad Celsius. Abends gibt es keine Wolken bei Temperaturen von 10 bis zu 12 Grad Celsius. Und am Freitag gibt es morgens ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen von 6 Grad. Darüber hinaus ist es mittags und auch abends leicht bewölkt und die Temperaturen liegen hier zwischen 13 und 18 Grad.